Herzlich willkommen zur Europazeit, dem Europa-Talk aus der Europäischen Akademie Berlin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein heutiger Gast ist mit Berlin gut vertraut, hat hier gelebt, hat hier studiert, arbeitet aber doch weit entfernt von Berlin, nämlich in Belgrad. Ich begrüße Daniela Schili. Daniela Schili ist die Leiterin des Projekts zur Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus im mittleren und unteren Donauraum. Das ist ein Projekt der GIZ. Und bevor wir über die Inhalte reden, Frau Schili, herzlich willkommen. Was ist die GIZ? Klingt so ein bisschen nach Gebühreneinzugszentral, aber das ist es nicht, oder? Die Zeiten sind vorbei. Trotzdem kenne ich natürlich diesen Gag. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Stratenschulte. GIZ ist die Abkürzung für Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die GIZ arbeitet im Auftrag der Bundesregierung in verschiedenen internationalen Projekten zur nachhaltigen Entwicklung, vorwiegend für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ, aber auch für andere Bundesressorts, auch auf Länderebene, auf kommunaler Ebene, sowie für die EU, für die Weltbank und die Vereinten Nationen. Also Sie organisieren Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit? Wir implementieren Entwicklungshilfe. Das klingt sehr breit, also plastischer wird es vielleicht an dem Projekt, das ich selber leite. Hier geht es um wirtschaftliche Entwicklung im Donauraum. Genauer genommen in 6 Ländern der Donau, von Kroatien bis zum Schwarzen Meer. Das ist gleich meine nächste Frage. Sie machen Förderung des mittleren und unteren Donauraums. Warum nicht des oberen zwischen Passau und Wien? Ist doch auch schön. Eben drum, wenn Sie das schon sagen. was sagten Sie? Sie finden es schön zwischen Passau, vielleicht Ulm, Wien. Und wenn Sie das als Berliner sagen, wo bekanntermaßen die Berliner ja nicht sehr leicht von der Spree wegzukriegen sind, dann ist es ja vielleicht auch ein Argument, dass sie neugierig werden auf die Donau in Budapest, in Belgrad, in Wieden oder im Donaudelta. Wo beginnt der mittlere und untere Donauraum? Also wo beginnt der mittlere? Ist das Budapest? Ist das die Grenze? Ja, das ist geografisch ein bisschen umstritten. Also um ehrlich zu sein, es ist nicht ganz wirklich festgelegt. Wir haben es aber festgelegt. Für die Förderung dieses Projektes haben wir die Länder Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Ukraine und Moldau gewählt. Und das trifft auch geografisch in etwa den Raum, um den es geht. Sie haben da ein Donaukompetenzzentrum gegründet. Was passiert da? Oh, das ist eine gute Frage. Normalerweise werde ich immer erst gefragt, was ist ein Donaukompetenzzentrum? Ich dachte, Sie könnten uns das dann vielleicht gleich im Zusammenhang auch erklären. Das liegt daran, dass wir diesen Terminus eigentlich erfunden haben. Und zwar haben wir den bewusst so erfunden, weil wir etwas schaffen wollten, was Kompetenz für die Donau nicht nur in dem Bereich, in dem wir arbeiten, nämlich Tourismus, sondern auch auf verschiedenen Ebenen in diesem Bereich signalisiert. Hierbei geht es jetzt konkret, was wir geschaffen haben, was wir unterstützt haben als GIZ. Das ist eine Regionalinstitution, die im Bereich Tourismus für die Donau arbeitet. Aber, und das ist das Tolle eigentlich daran, mit Akteuren, die aus ganz verschiedenen Sektoren kommen. Die kommen einerseits mittlerweile aus 10 Donauländern, von ganz oben, von Deutschland aus bis zum Schwarzen Meer. Aber andererseits sind es eben staatliche Organisationen wie Tourismusagenturen auf Staatsebene. Die Deutsche Zentrale für Tourismus ist mittlerweile auch dabei, aber auch die Serbische Zentrale für Tourismus, die Moldauische und so weiter. Dann aber auch private Player wie Hoteliers, Restaurants, Reiseveranstalter oder Nichtregierungsorganisationen wie Fahrradvereine und so weiter. Und wenn die zusammenkommen, dann gibt es einen dynamischen Mix, die in diesem Fall sich geeinigt haben, dass sie die Donau entwickeln wollen als Marke und bewerben wollen auf den internationalen Plattformen. Das geht ja natürlich nur zusammen und deshalb organisieren Sie auch regionale Kooperationen. Und Sie sagten ja schon, 6 Länder sind Ihre unmittelbaren Partnerländer. Nun ist ja die Donau über lange Strecken auch Grenzfluss. Das heißt, auf der einen Seite ist das eine Land, auf der anderen das andere. Und damit sind Sie auch Konkurrenten, wenn der Hafen und das, wo die Touristen aussteigen, auf der einen Seite ist, dann ist es nicht auf der anderen Seite. Wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um? Wie gehen Sie mit diesem Spannungsverhältnis um, Konkurrenten zur Kooperation zu bringen? Ich persönlich finde das ja nicht so ein Problem. Ich finde, dass Kooperation und Wettbewerb eigentlich relativ gut zueinander passen. Gibt es ja so schlaue Ausdrücke mittlerweile schon dafür wie Co-Opetition oder Co-Creation, Cooperation und Kreation. Aber in unserem Fall ist das gar nicht das Hauptproblem, die Konkurrenz. Es gibt eigentlich noch nicht genug Konkurrenz in der Region, weil es einfach noch zu wenig Akteure gibt. Unser Problem ist mehr, und das haben Sie auch angesprochen, das ist die Grenzsituation. Grenzen im Kopf zu überkommen, aus alten Konflikten, aus noch real existierenden Grenzproblemen,
ist das eine. Und dann aber ganz praktisch, ganz physisch, wenn Sie sich die Donau angucken, ich habe mal gezählt, in Deutschland habe bei 298 Brücken habe ich Schluss gemacht. In der Region, in der ich arbeite, zwischen Bulgarien und dem Schwarzen Meer, gibt es 3 Brücken. Das heißt, die Partner haben ganz real Probleme, überhaupt zusammenzukommen. Ja, aber um das trotzdem nochmal zu verstärken, also auf 500 Kilometern ungefähr ist die Donau grenzlos zwischen Bulgarien und Rumänien. Auf mehr, und, über 1000, ja. Wenn ich jetzt auf der einen Seite eine Anlegestelle mache und ein Restaurant und ein Tourismuszentrum, dann kommen die Touristen dahin, günstigstenfalls, sagen wir auf die bulgarische Seite, dann kommen sie aber nicht auf die rumänische Seite. Also wie kriege ich jetzt den Rumänen dazu, für dieses in Bulgarien stattfindende Projekt zu kooperieren, das heißt Energien freizusetzen, Geld freizusetzen, Werbung zu machen. Warum sollte er das tun? Genau aus dem Grund, weil sie Mitglied im Donaukompetenzzentrum werden wollen, hoffentlich dann irgendwann, weil ein Add-on da ist. Und zwar das besteht in diesem transnationalen Aspekt. Wenn Sie Tourismus rein auf der nationalen Ebene bewerben, gerade in diesen unteren Ländern, ist es ein Problem. Es gibt einfach nicht genug eigenes nationales zu vermarktendes Potenzial. Wenn Sie aber sagen, Sie machen zum Beispiel eine Weinroute und die Touristen bekommen nicht nur den Weine aus Serbien, sondern auch die Weine aus Kroatien, aus Rumänien, aus Bulgarien mit auf dieser Route angeboten, dann kriegen Sie zusätzliche Gäste, die tatsächlich kommen. Also Sie haben einen Mehrwert erzeugt, der die Gäste reizt. Und das führt zur Zusammenarbeit. Und das andere, um mal ganz praktisch die Gründerväter der EU zu zitieren, Bread and Butter. Also wenn man den Leuten zeigt, dass man gemeinsam tatsächlich Einkommen generieren kann, Arbeitsmöglichkeiten schaffen kann, dann ist das auch ein Grund, um Konflikte zu überkommen. Konkrete Projekte können wir vielleicht gleich noch reden. Ich würde gerne noch eine Frage vorher loswerden. Es gibt ja seit einigen Jahren die Donauraumstrategie der Europäischen Union. Hat das eigentlich was mit Ihrem Projekt zu tun? Läuft das völlig parallel oder arbeiten Sie im Rahmen dieser Donauraumstrategie? Hat diese Strategie aus Ihrer Sicht, Sie sind ja nur eine Praktikerin, die vor Ort Kooperationen organisiert, einen Mehrwert? Oder würden Sie sagen, na, das ist eher so eine Kopfgeburt aus Brüssel, die für die Region keine Bedeutung hat? Nein, keinenfalls. Wir waren Glückskinder, wir waren vor der Donaustrategie schon in Aktion und hatten auch schon das Interesse aus der Region, sowas zu schaffen, was aber auch dann davon zeugt, dass diese Strategie durchaus einen Sinn hat. Aber die Strategie, um das mal einfach kurz zu fassen, ist ein politisches Instrument. Ein politisches und auch sehr administratives Element, was notwendig und sinnvoll ist. Aber was wir tun, ist reine Praxis. Wir setzen um, wir tragen bei, dass diese Strategie dann auch mit Leben erfüllt wird. Konkrete Projekte, haben Sie gerade gesagt. Können Sie uns mal Beispiele geben? Was ist denn so ein konkretes Projekt? Relativ einfach. Sie waren in Passau-Wien, haben Sie gesagt. Da gibt es den sogenannten Donau. Ich war auch schon mal in Belgrad und in Vidin. Ach, aber, wirklich? Dann haben Sie da noch nicht genug mitgekriegt. Aber ich war auch schon in Budapest. Zwischen Donau-Eschingen und Budapest zum Beispiel gibt es einen sehr gut entwickelten sogenannten Donau-Radweg. Der hat mittlerweile in der Sommerzeit über 600 Radfahrer, die den beleben, die dort Einkommen generieren. Das ist also ein wirkliches 600 Beitrag. Radfahrer am Tag. Oh, Entschuldigung, 600.000 Radfahrer, die in dieser Zeit. Klingt schon noch beeindruckender. Ja. Und wir haben dazu beigetragen, dass es seit 2005 mittlerweile auch den Radweg von Budapest bis zum Schwarzen Meer gibt. Der ist teilweise besser, teilweise schlechter noch entwickelt. In Serbien aber oder in Kroatien hat man durchaus eigene Straßen, hat Übernachtungsmöglichkeiten, hat einen Signposting entlang des Weges. Und mittlerweile haben wir auch über 12.000 Touristen pro Jahr, die da kommen. Immer noch im Spannungsverhältnis wenig, aber durchaus sichtbar für die Leute, die in der Region wohnen, dass sie damit irgendwie neues Einkommen generieren können. Weitere Projekte sind wie die erwähnte Weinroute oder Festivals, die dann in, also Produkte, die konkrete Produkte, die für Touristen interessant sein könnten, diese Gegend über die Grenzen hinaus zu bereisen. Die Donau als Donau und nicht nur als Teil zu erleben. Sie fördern diese Zusammenarbeit, Sie fördern auch den Tourismus, können wir gleich mal Werbung machen. Die Donau ist ein wunderschöner Fluss, es lohnt sich, an ihm entlang zu fahren und auch ihn zu befahren, auch das geht ja. Sie machen das mit deutschen Steuermitteln. Jetzt frage ich mal, was habe ich als deutscher Steuerzahler eigentlich davon, dass der Tourismus in Bulgarien gefördert wird? Ich habe jetzt gerade, habe ich schon den Fahrradweg erwähnt, ich habe die Weinrouten erwähnt, die Römer, die Geschichte und so weiter. Ich kann ja auch in Brandenburg Fahrrad also, fahren. Also ganz konkret für Sie, Sie werden fit, Sie können Wein trinken, Sie können kultiviert und
Historien beflissen, sich irgendwie selber fortbilden. Es geht auch nicht alles auf einmal übrigens. Entweder Wein trinken oder Fahrrad fahren, das wollen wir auch nochmal klarstellen. Das kann man ja alles mal austesten, aber jetzt mal Scherz beiseite. Ja. Ich glaube, insgesamt ist das ein Austausch in Europa, der uns auch in Europa näher bringt, der die europäische Zusammenarbeit fördert und in dem Sinne einen Mehrwert erzeugt, der uns dann auch hier tatsächlich, also wenn unsere Nachbarn zufrieden sind, werden auch wir zufrieden sein. Wenn unsere Nachbarn keine politischen, keine wirtschaftlichen Probleme haben, schlägt das auch auf Deutschland zurück. Also das ist meine Überzeugung. Durchaus nicht nur Gutmenschentum, sondern wir verfolgen damit auch ein deutsches und europäisches politisches Interesse. Das zeigt sich ja auch daran, dass die Mitglieder, die jetzt im Donaukompetenzzentrum sind, durchaus nicht mehr nur aus der geförderten Region kommen, sondern die Organisationen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Slowakei, aus Ungarn, die zahlen Mitgliedsgebühren in das Donaukompetenzzentrum ein, weil sie den Mehrwert erkennen. Frau Schilly, noch eine persönliche Frage zum Schluss. Sie sind im Ruhrgebiet geboren, Sie haben in Berlin studiert, in Moskau studiert. Wie kommt so jemand dann zur Donau und zu dem Thema Donau? Sie sind Slawistin, Sie müssten sich doch eigentlich mit Russland beschäftigen. Naja. Sicherlich ist das ein Argument, aber ich denke, es gibt drei Antworten darauf. Eine professionelle, eine idealistische und eine emotionale. Für alle drei haben wir noch Zeit. Professionell, es gibt, wie ich vielleicht angedeutet habe, es gibt einfach viel zu tun dort. Und das entspricht meinem Berufsprofil. Ich habe Destinationsentwicklung gemacht, ich habe journalistisch gearbeitet vorher. Die Donau hat mich lange in dem Zusammenhang bewegt und ich sehe, dass dort sehr, sehr viel zu tun ist und ich tatsächlich auch dazu beitragen kann. Die idealistische ist, ich denke, dass die Donau ein Beispiel ist für ein Miteinander in Europa, das wie eine Art Modell funktionieren könnte. Wenn man das schafft umzusetzen, dann denke ich, dass das für das gesamte EU und europäische Miteinander Best Practice zeigen könnte. Und über das Persönliche müssen wir das nächste Mal sprechen, denn unsere Zeit ist leider schon um. Die Donauraumstrategie der Europäischen Union konkret an einem Beispiel, das war Daniela Schilly, die für die GIZ in Belgrad Tourismus im unteren und mittleren Donauraum fördert. Herzlichen Dank, Frau Schilly. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Kommen Sie gut durch die Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Nächste Woche heißt es wieder Europazeit.